Hallo Welt, hier ist wieder Dormus, magicblocks.de mit einem MTG Arena Video. Die Beta läuft, viele sind inzwischen noch drin, die rein wollen. Aktuell dieses Wochenende Rivals of Ixalan Draft. Und ich mach mal eine. Das Draft-Format ist jetzt nicht so der Mega-Brüller. Hier als Best of One sozusagen. Ihr seht schon, wir haben zwei Rivals Booster und einen Ixalan Booster. Man will irgendein Synergie-Deck haben, nicht so das Dördelige, wie man es jetzt eher machen kann. Zwei Drops in Premium. Wir probieren das einfach mal. Das Ganze kostet entweder 750 Gems oder 5000 Gold. Die 5000 Gold habe ich nebenbei zusammengespart. Ihr seht schon, hier gibt es die entsprechenden Belohnungen. Das Ganze geht so lange, bis ihr 7 Wins habt oder 3 Mal verloren habt. Und ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Es ist kein Phantom Event, das heißt, wir behalten, was wir aufmachen. Das Ganze geht auch direkt los. Wir draften nämlich gegen den Computer. Das sind also Computer-AIs, die da mit draften. Wir machen gleich mal eine komplett nutzlose Rare. Also nicht komplett nutzlos, aber keine Rare, die ich haben möchte. Der ist mir einfach zu random. Silvergill Adept immerhin. Reaver Ambition, gutes Removal. Noch ein River Darter, ein Impale ist ein gutes Removal. Aber halt doppelt schwarz. Heieieiei. Muss ich hier tatsächlich das Impale first picken? Und hoffen, dass ich irgendwie. Also ich würde natürlich gerne Vampire sein. Da haben wir exakt 0. Merfolk ist okay. Aber ich glaube, ich bleibe hier einfach mal offen und nehme das Removal. Die Frage ist nur, welches der beiden? Ich nehme mal das harte Removal. So, weiter geht's. Vampire sind immer noch nicht dazu gekommen. Pride of Conquerors. Aber wenn wir nicht Vampire sind, dann kommen wir schlecht weit. Ein Land, was wir jetzt nicht wollen. Bronto ist super, aber schwarz-grün. Da ist noch ein Dreadmaw. Spirewinder ist okay. Crashing Tide ist natürlich umso besser, wenn wir einen Mehrfolg haben. Die doppelfarbigen kann. Ich nehme mal Bronto, weil Bronto einfach cool ist. Jo. Also ich muss wohl in Blau, wenn ich mir das hier so anschaue. Wenn wir das mal in Gang kriegen, wenn wir lang genug leben, ist es super strong. Ich probiere das jetzt. Jetzt haben wir quer durch die Farben das nächste Pride of Conquerors. Nice. Aber da kommen wir jetzt irgendwie. Hunt the Weak. Jetzt sind wieder Vampire da. Oh, diese Picks. Ich meine, der Sky Marcher ist super. Das Pride ist super. Aber jetzt die vierte Farbe aufmachen. Weil blau ist jetzt auf einmal überhaupt nichts Sinnvolles mehr da. Oha, ein Rezept für Desaster. Wir haben Zeit, wir haben kein Zeitlimit. Ja, komm, die nächste Farbe auf. Jetzt sind wir wirklich offen, jetzt können wir es uns halt echt aussuchen. Und glatt kommt mal ein Boost, in dem eigentlich nur das Rote interessant ist. Der Veteran ist okay. Colossal Dreadmaw ist super. Recover ist okay. Oh Mann, dieser Draft ist jetzt schon ein Trainwreck. Den Veteran will ich jetzt aber auch nicht so recht haben. Nehmen wir den weißen Dude mit Upside.
war immer das Rote unterwegs. Hier nehme ich jetzt aber den schwarzen Flieger. Ich schaue, ob wir schwarz-weiß werden. Wir haben das Fixing, wir haben aber den Pterodon und der ist super stark, den nehmen wir. So, also wir werden vermutlich irgendwie schwarz-weiß-something, habe ich jetzt irgendwie das Gefühl. Weil für das Piratendeck ist mir jetzt irgendwie zu spät, das wäre nämlich auch noch unterwegs. Hier mal den Cleansing Ray mit, es gibt einige Enchantments, da kommt mein erster Booster, dann nehmen wir den Charger. Ich nehme das Fixing mit. Puh. Gut, dass wir das Recover nicht genommen haben. Masterminds Acquisition auch nicht, was wir wollen. Was ist denn hier eigentlich drin? Ein Evolving Wilds für den Splash. Snaphaun Sentry. Der vermutlich sogar der Pick ist. Hier ist noch ein Bombard, was wir vielleicht splashen könnten irgendwie. Ich versuche mal schwarz-weiß zu bleiben. Noch ein Pride of the Conquerors, beziehungsweise wäre ja unser erstes. Nezahal. Good old Sailor of Means, dann könnten wir alles spielen nach dem Motto. Wieder ein Evolving Wilds drin. Ich versuche mal das zu nehmen. Da ist noch ein Glorifier. Bloodsun. Sailor of Means. Aber irgendwie das coole Sailor of Means Deck wären wir irgendwie auch nicht so recht. Wir versuchen mal Schwarz-Weiß-Something zu werden. Mit einem leichten Vampir-Fokus vielleicht, der ist ganz gut. Das ist auch ein guter Vampir, entschuldigt. Der Sky Marcher. Jetzt kommen wir noch ein paar Vampire zusammen. Ich würde gerne Tokens produzieren, weil ich habe jetzt schon ein, zwei Dinge, die City's Blessing zählen. Nehmen wir mal einen 2-Drop. Wobei der Everdawn Champion auch okay ist. Divine Verdict. Ja, mein Remove ist noch nicht so prall, deswegen nehme ich jetzt mal den. Den Salad, der ist gut. Da ist wieder mein Booster. Nämlich den Pfeffenfleet Border. Piraten. Nicht wirklich. Noch ein zweiter Cleansing Ray, ist aber auch nicht so der Brüller. Weil wir gar keine Sideboarded Games haben. Wer weiß, ob ich überhaupt einspiele. Der Bär oder der Flieger? Der Bär. Dritter Booster. Tja, Merfolk hätte man sein sollen. Hier ist noch ein Knight. Wir sind jetzt in einer anderen Edition angekommen. Hier ist ein Deacon. Und da ich jetzt so ein paar beisammen habe, würde ich tatsächlich zum Deacon greifen. Jo, bisschen Vampire haben wir ja schon. Queen's Commission, das ist, glaube ich, die gute Karte für unser Deck. Weil wir halt Tokens wollen. Boah, der sieht nicht so gut aus. Nehmen wir bei dem Vampir, weil so richtig viele gibt es nicht. Kaiser Freebooter, das ist wiederum eine gute Karte. Mark of the Vampire. Stealing Games sometimes. Mehr Marks of the Vampire. Ist mit unseren Vampiren jetzt nicht mega broken. Der erste Conquistador ist jetzt ein bisschen spät. Ja, komm. Was soll der Geiz?
Contract Killing, Skullduggery, hier ist wieder alles drin. Conquistador, Skullduggery. Ich will das harte Removal. Dann nehme ich halt noch ein hartes Removal. Den 2-Drop. Pirate. Wir gucken mal, was daraus wird. March of the Damned. Queen's Agent. Spiele ich beides nicht. Nehmen wir die Rare. Und ein Demolish. Das lief gar nicht. Wir haben auch wirklich keine Bomben aufgemacht, was schon mal ein bisschen blöd ist. Dieser Deckbau ist übrigens ziemlich medium. Da müssen sie noch was einfallen lassen, wie sie das irgendwie übersichtlicher kriegen. Also kein Bronto, kein Awakening. So. Wie machen wir da noch eine rote Quelle wegen dem Demolish? So. Und das Grüne hat er jetzt noch drin wegen? Weiß man nicht. Gott. Was spielen wir nicht? Es ist halt mega unübersichtlich, weil man nicht alle Karten auf einmal sehen kann. Aber hier ist halt auch nicht wirklich cool. Irgendwie fehlt das, wo man alles auf einmal sehen kann. Cleansing Ray cutte ich jetzt erstmal. Paladin auch. Das ist gar nicht zusammengekommen. Forerunner. Dem spielen wir sicher keine 2. Den spielen wir auch nicht. Er hat bei uns halt nie Wachsamkeiten. Aber es sind 2-5er, da steht ein maximaler Weg rum. Ich weiß noch nicht, wie ich dann gewinne, aber. So, jetzt hätte ich gerne mal gewusst, was hier ist. Ah ja, da. Lese ich da 31. Das ist schon mal nicht gut. Also dann schauen wir mal. Also ich will wohl aggro sein. Queen's Call, March of the Drowned. So richtig das geile Aggro-Deck wird's aber irgendwie nicht. Zumindest sind dann doch mehr Vampire als gedacht. Ich glaube, der Pterodon macht einfach nichts in dem Deck. Sagt die Statistik. 28.28. Das Recover ist in unserem Deck nicht wirklich gut. Wir haben echt keine brokenen Kreaturen. Ich tue mal den Glorifier da auch noch raus, den zweiten. 26. Wir nähern uns. Ich will 16, 17 Länder trotzdem spielen. Ich habe 6 Drop und einen 5 Drop. Wobei der Queen's Agent auch nicht so richtig gut ist in unserem Deck. Aber es ist halt ein Vampir. Ich versuch's mal mit 16 Ländern in dem Deck. Und so ein 4-Drop-Slot, aber 5 ist halt Schluss. Ein zweites Mark of the Vampire ist auch nicht gut genug. Vermutlich.
24. Jetzt wären wir da. 24. Also ich brauche sicher mehr von diesen Ebenen. Okay. Wir wollen jetzt spielen 16 Länder. Ich weiß nicht, ob ich das Sanctuary überhaupt brauche und will. Ich glaube, ich spiele einfach 8-8. Ich will kein Tabland, auch wenn ich jetzt nicht viel auf 1 habe, aber ich will es auch nicht ziehen als zweites Land und solche Geschichten. Da ist immer mega dusselig. 16. Ich sehe uns übrigens nicht viel gewinnen in diesem Draft. 1. Es sind 40 Karten zumindest mal. Wir haben Removal, wir haben Dudes. Wir dürfen es auch nicht umbauen, ne? Weil es gibt ja keine Sideboarded Games. Das heißt, wir sollten jetzt schon überlegen. Aber ich werde zwar einiges an Vampiren sehen, aber Cleansing Ray macht halt manchmal einfach gar nichts. Das ist eine tote Karte. Deswegen möchte ich es nicht main haben. Der Pterodon ist okay. Der Glorifier auch bestenfalls okay. Ich habe keinen Vampirlord und nichts. Queen's Agent, das zweite Mark of the Vampire könnte man überlegen. Müsste man auf einen Flieger idealerweise packen. Oder auf irgendwas Dickes. Ich könnte einen Divine Verdict cutten. Ich habe 1, 2, 3 Removal. Das Verdict ist das vierte. Und dafür muss erst irgendeine komische Situation kommen. Ich muss das Mana offen halten. Ah, damit kann ich leben und spiele das zweite Mark. Jo, so machen wir es mal und dann probieren wir es mal. Dann. Play. Wir spielen mal eins, oder? Ein Spiel ist kein Spiel. Gegen den Harvester. Also wie gesagt, ich halte das Deck für jetzt nicht übermäßig gut, aber keine Ahnung, was die anderen so gedraftet haben. Nicht als Nichtbeginn ist schon mal nicht gut. Ach Gott im Himmel. Wozu haben wir diese ganzen Two-Drops? Ich keep das mal in der Hoffnung einzuziehen. Oh Gott im Himmel. Ein rotes Aggro-Deck. Auch nicht das, was wir sehen wollen. Ja. Gut. Das geht schon mal steil bergab. Rot-Weiß-Aggro. Wenn wir irgendwie das Mark of the Vampire auf irgendeine relevante Kreatur kriegen, dann geht vielleicht was. Okay. Ich hätte eine relevante Kreatur. Oh. Free Color Something. Free Color Stuff I Picked, oder? Mal gucken. Also ich fange jetzt auf jeden Fall an mit dem Sky Marcher. Die Draws wären noch besser. So, dann schauen wir mal, was jetzt dem Sky Marcher einfällt. Ideal wäre, er legt jetzt irgendeinen Groundbeater, der nicht so mega relevant ist. Und ich kann in der Luft einfach für 4 Lifelink angreifen.
Ich weiß fairerweise auch nicht mehr so genau, was alles im Format war. Also wenn ich in irgendwelche Kombi-Tricks reinrenne, so be it. Schauen wir mal. Okay. Der macht mir keine Angst. Er hat auch keine Attacks mehr. Und jetzt slamme ich das Mark of the Vampire. Wenn er es abstellt, habe ich immer noch den Menace Guy. Oh, sehr schön. Removal dazu. Ja. Wir können nächste Runde in den Deacon legen. Und wenn unser Skymarcher das überlebt, macht der dank Deacon dann richtig Alarm. Aber schauen wir mal. Ich habe noch zwei Removal auf der Hand, die ich auch beide casten kann nächsten Zug. Das heißt, selbst wenn er jetzt irgendwas Relevantes hinlegt, kann ich es hoffentlich abstellen. Ideal wäre, wenn er jetzt den Sky Marcher leben lässt. Wenn er irgendein Dino hinlegt oder sowas. Ich glaube, selbst die meisten Dinos race ich inzwischen. Kosten zwei weniger. Das heißt, er könnte jetzt einen 7-Drop-Dino legen. Kein Etali. Ein Galta. Kann ich nicht ausrechnen. Dreadmaw. Ja, okay. Ich glaube, den Dreadmaw stelle ich mal ab. Mal gucken, was er so auf der Hand hat. Ich kann da vielleicht das Removal rausnehmen. Oh. Was kostet der 6? Den kann er gar nicht casten. Okay. Er kann jetzt den Tutor casten. Und das ist sein einziger Cast. Mal schauen, was er sich raussucht. Also ich lege jetzt als nächstes einen Deacon auf jeden Fall. Das ist okay. Das ist nie im Leben schnell genug. Und das heißt, das ist auch sein erster Draw. Das heißt, wir haben gewonnen. Da hat er sich gerade selbst rausgelockt. Puh, ein Win. Nicht schlecht. Solange der Gegner jetzt nicht einschläft oder mein Rechner irgendeinen Unsinn macht. Nebenbei bemerkt, das ist eine Beta. Das dürfen wir nicht verdrängen. Irgendjemand hat Priorität und ich bin es, glaube ich, nicht. Dachte ich mir. Er kann den 2-2er zwar wachsen lassen, aber er kommt ja nie dazu, damit anzugreifen. Er kann rumpingen, wenn er ins Spiel kommt, dann ist er also 6-6. Aber dann stirbt sein Firebrand, dann kann er eine Reaktion sacken. Ja, weiß nicht.
Ich sehe ihn da nicht so recht rauskommen. Zumal gegen meine Hand. Ich kann sogar in. Ne, wenn ich jetzt einen Tiegen spiele, kann ich nicht in Reaktion ihn vanquishen. Aber will ich auch, glaube ich, einfach gar nicht. Harvester, was geht? Gegner weiß nicht, dass er dead on board ist. Also gegen den No-Removal-Draw ist natürlich so meine Hand ganz gut. Timeout again. Deacon. Ich glaube, bevor wir richtig gewonnen haben, ist schon irgendein Timeout passiert. Nicht mal der Dreadmaw, wenn er jede Runde angegriffen hätte, jetzt hätte noch ausgereicht. Den egalisiere ich ja genau durch den Attack mit dem Sky Marcher. Das heißt, der macht quasi keinen Schaden und es sind noch 4 Damage on Board. Von denen sogar 2 gar nicht so recht durchkommen. Ha, so ist das natürlich zäh, wenn der Gegner nicht reagiert. Ich weiß gar nicht, wie oft diese Timeouts passieren dürfen. Ja, Victory 1-0 im Draft. Da bin ich ja schon running hot sozusagen. Nebenbei können wir noch so ein bisschen Quests erledigen. Spielen wir da gleich nochmal eins, oder? Isnir. Opponent goes first, natürlich. Die Hand ist okay. Der Border wird uns halt immer Schaden machen. Aber so ist halt einfach. Da gibt es nicht viel zu verstecken. Wenn ich den Legionär spiele, dann bin ich fast immer Vampire. Das tut weh. Ja, ich glaube, da biete ich mal den Trade an. Weil jede Runde mich für 4 hauen lassen, ist jetzt nicht so der Brüller. Eigentlich natürlich keine gute Karte der Frillback, gerade in so einem 2-Drop-Format. Kommt vermutlich ein Fight. Also wäre gar nicht mal so gut. Ja, den Trade nehme ich jetzt mal. Wenn ihr ihn mir anbietet, mal schauen. Was habt ihr mit diesen Knights? Die sind nicht so geil. Ich spiele mal den Charger. Durch den kann er noch nicht durch anblocken, angreifen. Und der Charger kann nächste Runde angreifen. Je nachdem, was er legt. Verstehe. Das ist jetzt wiederum nicht so geil. No Blocks. Schön. Ich weiß noch nicht, ob schon das Target das ist, was ich will. Er hätte spielen können einen 6-Drop. Ja, komm. Das bringt mir vor allen Dingen 2 Permanents, die ich jetzt auch nicht sacken werde.
Wir haben jetzt 7, 8, 9 Permanents. Das heißt, wir haben nächste Runde 10 Permanents. Okay. Das ist ganz gut. Die können das natürlich auch gut. 6, 7, 8, 9, 10. Ich glaube, ich spiele jetzt die Kinder und der Rest macht Defense. Good game. Habe ich irgendwas verpasst? Bin ich tot? Der ist jetzt auch nicht so der Brüller auf dem Board. New Horizon ist okay. Ich lasse den Charger jetzt auch gegen den Combo-Trick tauschen, wenn er angreift. Dem Fall würde er wohl nicht angreifen. Da ist es wieder. Schauen wir mal, was er da noch zu bieten hat. Die Gegner und Decks waren jetzt zugegeben, aber er ist auch ziemlich medium. Das macht ja gar nichts hier. Hat jetzt eigentlich auch noch ein Land enchanted, was er getappt hat. Der ist auch nicht so der Brüller. Dann habe ich wohl wieder gewonnen. Ich habe immer noch keine Angst vor dem grünen Trick. Take Action. Attacks. Diese hier. One Attack. Damage. Wuhu, 2-0. Ich bin gespannt, ob wir irgendwann auch noch die guten Decks treffen. Weil die waren jetzt eher, haben nie Removal gezeigt. Schauen wir mal weiter. Hier, lass mal laufen, mal schauen, was passiert. Stofolies. Ja, jetzt sind wir mal First, da haben wir den getappten 2-Drop, aber so ist halt. Immerhin haben wir Kurve, wenn wir noch ein Land ziehen. Oh, Gegner mal Legend. So, eigentlich ist, glaube ich, falsch auf dem anzufangen, aber okay. Jetzt ist egal.
Schauen wir mal, warum zwei drauf legt zum Blocken. Was macht denn der? Den kann er pumpen. Für drei Mana. Ja. Den Trade nehme ich, wenn er den möchte. Dachte ich mir, dass er den nicht möchte. Die zwei Schaden nehme ich. Er müsste seinen ganzen Turn skippen, um jetzt gegen meinen 3-Drop zu traden. Ich blocke übrigens nicht. Ich habe nächste Runde Mark auf den Border. Lightning Strike ist im Format. Das sollte ich vielleicht in Erinnerung halten. Am liebsten wäre es mir, er spielt jetzt irgendwas. Nichts zu dickes. Wir haben jetzt 5 Permanents, 6, 7 Permanents, 8. Also ein Stückchen. No Blocks. Schau. Pumpen wäre auch schön gewesen. Noch einer. Okay. No, no, no. Nur der eine, bitte. Bin ich gespannt, ob er den Trade nimmt. Nee, weil er nächste Runde 2 für 1 traden möchte. Oh, weiß, okay. Ein Removal wäre gut, um da seinen Combat Muff durcheinander zu bringen. Ich kann nächste Runde meine beiden Permanents noch hinlegen. Was macht denn der? Ah, okay, der baut einen Treasure. Jetzt hast du ja eigentlich keine Tech mehr. Ich wollte gerade sagen, also das war jetzt... Ja gut, er hat einen Mana offen. Okay, das darf ich nicht vergessen. Ich habe 5, 6, 7, 8. 5, 8. 9. Dann haben wir City's Blessing. Wir haben 3-3er und 5-5er gerade gespielt. Und dann habe ich jetzt auch nicht mehr das Problem, wenn der da angreift. Der Life Swing ist ja jetzt auch nicht von der Hand zu weisen. Er muss ja eigentlich mit dem 3-3er und dem 3-2er blocken, wenn er keinen Trick hat. Er kann sich jetzt auch nicht die ganze Zeit verhauen lassen. Ich musste allerdings Pre-Combat spielen für den Fall, dass er was hat. No Action, jetzt bin ich gespannt. Tornado Dino, also der macht jetzt auch nicht so ganz viel. Dann lass mal ein Redraw. Jawohl, dann machen wir halt noch einen. All the Mark of the Vampires. Macht er da überhaupt noch irgendwas? All Attack. Da ist er doch hoffnungslos hinten. Vermutlich sogar dead, wenn ich mich... Oder quasi dead. Okay. 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 Ja. Ja. Ach, das sind Dinos. Mein Fehler. Das war gar nicht mal so klug von mir.
Oh, das war nicht so klug von mir. Verstehe. Jetzt wären die Flieger ganz gut. Das wollte ich effektiver trainen. Jetzt habe ich keine Attacks mehr. Das war nicht so klug von mir. Da wären andere Attacks besser gewesen. Weil dann kann er pumpen. Wir brauchen mal ein bisschen Removal für diesen Altersor. Ich glaube, eins haben wir gespielt. Ne, wir haben noch keins gespielt. Und er wird von allem unserem Removal, glaube ich, getroffen. Okay. Ach, hat noch gar keinen Doppelpump gehabt. Jo. Klingt doch gut. Er kann sich eigentlich nicht hauen lassen. Das Ding muss er wegtraden. Okay, hat einen Trick. Oder ein dickes Follow-up. Was gains was first strike? Okay. Ja, dann haben wir jetzt eine Karte getradet. Noch so ein Removal wäre was. Dich nicht gut. Jetzt müssten wir mal was ziehen. Ah, das habe ich vorhin nicht gut gespielt. Ich habe das vergessen, dass es Dinos sind. Ja. Nemi. Dann nehme ich halt den nächsten 5-5er. Brauchen jetzt trotzdem mal ein Removal hier. Oh Gott, das ist, glaube ich, mega dumm. Verstehe. Will ich jetzt vielleicht sogar mit dem Charger angreifen? Er kann den wegtraden, dann muss ich ihn Land säcken. Dann bin ich halt noch kein Stückchen weiter, aber er ist zumindest mal vom Tisch. Jo, klar. Der Flieger dürfte vorbeikommen. Flieger Removals sind gute Draws. An Win Conditions wird es jetzt nicht mehr so ganz viel. Ich kann auch das Enchantment nicht zerstören. Oh. No Blocks. Demnach kommt ein Follow-up.
Oder geht jetzt in die Race? Naja, gut, dann kommt ein Follow-up. Ja. Ja, jetzt sind wir ein bisschen arg weit hinten auf dem Board. Ja, jetzt sind wir Asche. Schade, 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 schade. Das habe ich schlecht gespielt. Muss ich an der Stelle sagen. Was sind denn jetzt meine besten Draws? Die 2, 3 Flieger? Boah. War schlecht von mir gespielt. Vier, sieben, zehn. Schade, 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 schade. Das war nicht gut. Nicht gut von mir. Wir haben noch ein bisschen Gold gewonnen. Weiter geht's. Fax. Opponent goes first. Na gut. Ja, das muss ich keepen. Also den Hoarder, den trade ich da weg. Erst recht, weil ich kein Land treffe. Wenn er mir den Trade anbietet. Ja klar. Okay. Ich spiele jetzt mal den, weil der Mana effizienter ist. Oh, wir haben noch einen Piraten. Oh, noch ein Pirat. Mensch, Luxus. Diese Hardstopper gehen uns momentan noch ein bisschen auf die Nüsse. Ja, das ist auch nicht so ganz schön. Sind wir bei 7 Permanents. Ein Land wäre gut. Ich meine, ich habe schon eine Antwort für den Dusk Charger mit dem Pale, sobald ich mal das Land habe. Okay. Wie viele sucht er? Strong. Ich trade jetzt auch den Dusk Charger übrigens. 4-7 hat er.
Land von oben wäre echt zu geil gewesen. Ah. Jetzt habe ich natürlich nicht mehr die coolen Attacks mit dem. Ich guck mal, ob er noch Removal hat. Okay. Ja, dieses gibt Landdrops. Tun uns weh. 5, 8. Wir brauchen trotzdem noch einen Landdrop, um auf 10 zu kommen. Recover. Er hat einen Slash of Talons. Daran müssen wir denken. Damit war jetzt zu rechnen. Landdrop. Wir spielen jetzt mal die beiden 2-Drops, um auf Permanence zu kommen. Oh, das war mega dumm, dass ich mit ihm angegriffen habe. Das muss ich mir verkneifen, sowas. Zum Glück war der Gegner ausgetappt. Der Gegner hat 8 Permanence, 9. Er kommt auf, mit dem Land kommt er auf 10 Permanents. Ohne Land nicht. Da müssen wir uns wohl leider auf die langsame Tour machen. Immerhin haben wir nochmal einen 3-3er. Jetzt könnte ich übrigens das Slash of Talons rausholen. Ich spiele jetzt noch einen Conquistador, oder? Bitte? Okay. Resolved. Hat er noch mehr zu suchen? Naja. Ich trete die 3-3 jetzt aber auch wild weg. Können die jetzt 2-2-2er davor, die 2-3-3er davor packen, dann spielt er den Slash und killt beide. Dann haben wir trotzdem noch getauscht. Hier. Spiel doch den Slash da drauf. Auch Landdrops sind jetzt nicht das Allerschlechteste. Er hat 2 Unknowns inzwischen.
Bisschen blöd, ich würde jetzt gerne angreifen, aber dann muss ich das. Ich kann es jetzt Pre-Combat spielen. Dann haben wir 5-5. Da kommen 3, da kommt ein 4-4er, da kommen 3, da kommen 3, da hat er echt keine guten. Ich spiele jetzt mal Pre-Combat, um das Slash of Talons rundherum zu spielen. Ich glaube, seine Blocks sind nämlich jetzt echt ziemlich bescheiden. Er kann als Dickste mitnehmen mit seinem Dude. Die Flieger kommen eh durch. Ich habe noch Removal und Mark of the Vampire dann. Wenn er den Horder killt, habe ich sogar noch einen Spell. Da ist auch ein 3-3 Lifelinker dabei. Der Slash ist komplett, also fast tot. Er kann halt nur uptraden bei irgendeinem. Okay. Okay. Double Block. Weil du Slash spielen willst, oder? Warum? Das war dann wohl tödlich. Wer will schon rechnen? Wir haben schon wieder eins gewonnen. Fium. Nebenbei gibt es ja auch dafür noch ein bisschen Gold. Und sind jetzt bei 3 Wins. Play Match, keep on playing. Deck funktioniert besser als gedacht, wobei ich bisher auf den gegnerischen Decks jetzt noch nicht so beeindruckt war. Das Deck hat gerade schon wieder kaum Removal gehabt. Opponent goes first. Das kennen wir ja inzwischen schon. Ich glaube, das eine, wo wir begonnen haben, haben wir verloren, oder? Schauen wir mal. Jo, das kippen wir mal. Was du kannst, kann ich auch. Das ist nicht schlecht. Das ist auch nicht schlecht. Schön, so ein Skyblade, in den darfst du reinlaufen. Wobei bei Schwarz-Weiß muss man mit allen möglichen rein. Oh, nice. Dann bleibe ich tatsächlich mal hinten in der Defense lieber. Okay. Sonst kriege ich da ein bisschen viel Damage. Kein Land, das ist schon mal gut. Jetzt sage ich als extra, ich habe eh keinen Ein-Mana-Play. Land into Deacon wäre jetzt natürlich Imba. Okay. Schade eigentlich. Sind leider nur 8 Permanents übrigens. Zum Glück beim Gegner noch ein paar weniger.
Land. Jawohl. Könnte natürlich sein, dass wir da ins Removal laufen. Dem war jetzt nicht so. Okay. Schicken wir wieder die Air Force. Okay. Dann nimmst du halt nur einen. Jetzt ist bei 7 Permanence. Ich spiele jetzt hier mal nichts. Wir können den Deacon zum 5-5er machen, aber der tradet halt immer noch nur gegen das Board. Und da bleiben noch 2 Instant Lifelinker zurück. Okay. Interessant, dass er den 1-3er nicht getaggt hat. Da forcen wir jetzt mal das Issue. Mal schauen, ob er noch ein Removal hat. Okay. All this land. Ich habe, glaube ich, gar keinen Mana-Sink, deswegen behalte ich jetzt mal eins auf der Hand. Ach, den spiele ich jetzt kein hartes Removal. Combat. Okay. Okay. Gut, dass wir noch nur Mobile haben. You control dice. Okay.
Hooray, der nächste Win. Läuft doch gar nicht so schlecht. Deck performt besser als gedacht. Wir sind bei 4 Wins in einem Loss. Das ist 450. Ja, immerhin. Playmatch. Die Frage, ob ich nochmal so einen Draft spielen würde, selbst wenn ich könnte. Ich würde es, glaube ich, eher für nächsten Dominaria-Draft aufheben. Ixalan ist schon eher so eine Sache. Opponent goes first. Verstehe. Das kennen wir ja jetzt inzwischen. Na komm. Ich glaube, speichertechnisch verbraucht das schon noch ein bisschen mehr mit der Zeit. Arena. Insofern wird es bei meinem nicht ganz mega performanten Rechner auch etwas langsamer. Puh. Hey, den Hunter hat man noch gar nicht heute, oder? Ja, das muss ich wohl trotzdem keepen. Ideal wäre ein Swamp in den ersten zwei Karten. Das ist kein Swamp. Oh, blau haben wir noch gar nicht gesehen. Ja. Habe ich auch. Kann ich nur nicht casten. Jetzt wäre das Land dann wirklich wichtig. Weil Landdrops verpassen, das wäre Aua. Wow, Sultai, Seppe, bist du's. Oh, ich hätte lieber einen Swamp gewollt, aber so be it. Wir haben 6 Permanents auf dem Tisch. Jetzt geht es eh nur mit einem Land weiter, dann wären wir bei 7 und mit einem Spell dann bei 8. Es wäre ganz cool, wenn der Sentry relevant wird, bevor. Oh. Du willst einen Mana haben. Ah, der hat diesen Piratentrick-Dude vielleicht. Ich block mal nicht. Ja, er wollte das Land. Okay. Ich glaube nicht, dass er nochmal angreift. Da hat er jetzt ja null Upside, ja, das dachte ich mir auch. Komm bitte. Deck Willy. End Turn. Ich habe halt auch keine Attacks. Dieses schwarze Mana wäre eine Sache. Ich meine, ich will mich nicht beschweren. Ich habe immer noch ein Land mehr als der Gegner. Ich block wieder nicht. Nee. No blocks. Diesmal hat das ja wahrscheinlich ein Follow-up-Play. Sonst macht das so rum gar keinen Sinn. Ach, rot auch noch. Holy, was ist er denn für ein Deck? Ja, dann wundert es mich nichts, dass er nichts casten kann. Ich hätte gern allerdings auch ein schwarzes Mana. Jo. Nehme ich. Jetzt bitte das schwarze Mana. Immerhin. 5 Mana.
5, 8. Möchtest du gegen einen Token traden? Möchtest du wohl nicht. Oh Gott. Ja, aber warum ist denn dann der One-Drop der rote drin? Ich werde aus dem Deck vom Gegner nicht so ganz schlau. Ja, man müsste jetzt casten können, was er will. Wir haben 5, wir haben 9 Permanents. Gut wäre, wenn er jetzt keins He macht. Na. Schauen wir mal, vielleicht ist auch wirklich Base Roten, das andere ist gesplashed, aber. Oh Gott im Himmel. Junge, wirklich. Inzwischen wäre ich fast gewillt, ihm den Treasure zu geben. Und das mache ich jetzt auch. Ich tausche auch gegen deine zwei Dudes. Vielleicht kann man da sogar den Sentry mitschicken. Aber wer weiß, was da noch kommt. Ja, damit war zu rechnen, aber hey, das ist immer noch ein guter Tausch, finde ich. Wenn er jetzt nicht noch den Trick hat. Die gegnerischen Kreaturen sind jetzt nicht so beeindruckend, fairerweise. Bis jetzt. Dann machen wir. Der Ende vor uns Swift worden. Okay. Jetzt hat er all das Rot, was er braucht. Jetzt bitte keinen. Dumme Bombe, die auf dreifach rot liegt oder sowas. Das können die jetzt nicht so gut verkraften. Als nächstes spiele ich den Charger. Sehr wahrscheinlich. Irgendein Play musst du doch haben. Okay, Doppelschwarz. Ah, vielleicht will ich doch den Swarm ziehen, um das Removal zu spielen. Impel, okay. Das musste er jetzt vermutlich auch machen. Ich trade jetzt hier übrigens die 3-3er, ne? Vielleicht spiele ich doch nicht den Charger. Ich greife mit beiden 3-3ern an.
Nehmt auf jeden Fall drei und ich nehme einen mit. Er braucht wieder einen neuen Dude, um den 2-2er blocken zu können. Ja, all Swift worden. Der hätte übrigens. Okay. Ja, ich lasse mich hier hauen. Schauen wir mal. Gut, dass er die Swift Warden jetzt alle raushaut, weil die hätten meinen Impale ziemlich schlecht gemacht. Ich hoffe mal, er hat nicht noch einen dritten. Uah. Dafür brauche ich jetzt natürlich meinen Impale. Und zwar zeitnah. Ach. Ah ja, wir haben ja eine Antwort dafür. Wir haben nur dann gerade keinen guten Attack mehr. Also das gegnerische Deck ist wirklich all over the place. Das Blaue haben wir immer noch nicht gesehen, wofür das drin ist. Doppelschwarzes Removal, rote One-Drops, Base-Grün vermutlich. Schauen wir mal. Kann ja sein, dass er jetzt ein Removal auf den Hunter spielen muss. Ich bin gespannt. Na komm, Gegner. Macht auch nicht diese lustige Blink-Animation, das heißt, ich glaube, er ist da. Nicht irgendwie disconnected. Überlegst jetzt, ob du Attacks hast. Was macht denn das? Okay. Mache ich gerne. Angreifen. Das ist gut. Dann machen wir jetzt mal das. Dann spiele ich auch mal so ein Removal Spell. Das nennt man mindestens 4 Damage. Ja. Hier sind es sogar 6 Damage. Okay. Du musst halt irgendwas gegen den Flieger machen, sonst wird's nichts. Ein bisschen Sorge, was mit den ganzen. Ja, sehr gut.
Dann musst du jetzt gegen beide Flieger was machen. Schauen wir mal, was seine Draws noch so bieten. Ich würde gerne die blaue Karte sehen. Hoffentlich. Okay. Darfst du haben. Wir haben auch noch nicht gesehen den Revenant. Wusste ich nicht, dass wir ein Deck haben. Combat. Wuhu! Crazy Deck beim Gegner. 5 Wins. Schauen wir mal weiter, was noch geht. Jetzt ziehen wir es durch, oder? Können halt noch 4 Spiele sein. Ich weiß nicht, ob die. Also normal sollten die Spieler auf gleichen Pairings gegeneinander spielen. Da hätte der Gegner gar nicht mal schlecht stehen dürfen mit seinem Deck. Hätte auch gute Karten drin gehabt, aber die Mana-Basis war halt des Todes. Hawkeep. Schweren Herzens. Ein Land wäre halt echt wichtig. Weiß, okay. Contract Killing war es nicht. Jetzt ist das Land echt wichtig. Ja, hier oben werden wir jetzt mehr Vampir-Decks treffen, weil die halt sehr stark sind in dem Block. Puh. Schauen wir mal. So richtig toll ist es nicht. Schwarz-weißes Piratendeck. Wir nehmen halt 5 im Backswing. Aber nur hinten bleiben können wir halt auch nicht. Ah, dieses Land. Dieses Land. Da rächt sich's mit den 16 Ländern. Den Horder blocke ich, den Border nicht. Das Land oder den Trick gönne ich mir. Also ihm gönne ich das Land. Oder mir den Trick, wenn er mit dem 2-1 angreift. Der 3-3er muss eigentlich angreifen. Das dachte ich mir. Ich meine, ich ramp ihn dann natürlich, klar. Aber wenn ich kein schwarzes Mana ziehe, habe ich sowieso ein Problem. Oh, bitte. Ja, wenn die Vampirdecks in die Defensive gehen müssen, sind sie nicht mehr so gut. Naheliegenderweise. Die muss ich nehmen.
Ah, je, mini, mini. Ja, das verhaut mich jetzt natürlich. Dieser Droid. Einer fehlt noch zum 3-3er, aber den wird er jetzt ja haben, das Permanent. Ach. Ja, gut. Also bei dem Draw gegen meinen Draw, da habe ich einfach keine Chance. Jetzt sieht man jetzt auch nicht unnötig in die Länge. Von da komme ich nie im Leben zurück. Gut, dann sind wir jetzt mit dem Rücken zur Wand. Also zwei gewinnen oder eins verlieren. Eins von beiden beendet jetzt diesen Draft. Wie gesagt, ich stehe deutlich besser, als ich gedacht habe. Insofern habe ich gerade eigentlich wieder ein Spiel verloren, was ich on the draw war. Ja, keep. Wie immer, ein schwarzes wäre prima. Ich habe noch weiße dazugestopft, das stimmt. Ja, stell dir vor, ich hätte jetzt kein Weiß gehabt, das wäre genauso schlecht gewesen. Hier natürlich den doppelschwarzen Spell. Mal schauen, was er hinlegt. Jeder entsprechend spiele ich den 1-3er oder den 2-2 Vigilance Guy. Oh, bitte, Deck, wirklich zweimal in Folge. Mal schauen, ob wir da einen Trade bekommen. Komm, Deck, wirklich. Den Trade muss er jetzt eigentlich nehmen. Ein bisschen blöd, zweimal hintereinander am Mana zu sterben. Ja, was soll ich sagen, Jungs und Mädels? Da konnten wir nichts machen. Ja, vielleicht haben wir noch eine Chance rauszudrawen, wenn er jetzt echt schlecht drawt. Aber noch Permanence aufs Board wäre es jetzt nicht. Oh Gott im Himmel. Oh Gott im Himmel. Ja gut. Ja, das ist jetzt vermutlich too little too late. Oh, Moment, no, 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 no. Zum Glück hat er kein Land gelegt. Dieser Sitting Blessings Pump Spell ist jetzt natürlich auch tödlich. Er darf kein Land legen, weil ich ja keine Priorität kriege. Die müssen wir nehmen. Habe nur leider gar keine Attacks. Der 3-3er alleine wird dann schon wieder zum Problem. Den Trade würde ich übrigens nehmen. Und dann stimmt, dass Sentry nicht so wächst.
Aber ich denke, er hat da noch einen Trick. Ja. Man kriegt dann keinen Schaden. Mark of the Vampire. Jetzt wird's interessant. Hat er noch kein Removal spielen müssen. Dann machen wir die gleiche Nummer nochmal. Er ist bei 7 Permanence. 8. Ha. 9. Jetzt brauche ich das schwarze Mana. Ich impale jetzt mal erstmal den Deathspitter. Jetzt muss er nämlich wieder zwei Permanents legen. Übrigens ein interessantes rot-weißes Deck, irgendwie gar nicht so aggro. Na gut, zwei Sentries ist schon was. Ja, okay. Firebrand ist okay. 5, 6, 7, 8, 9. Wuhu! Es geht was. Ich gehe jetzt erstmal nach dem Removal gucken. Hat er denn eins? Oh Gott im Himmel, ein Etali. Da muss ich mir mein Removal aufheben. Da habe ich halt leider keinen. Nein, doch, ich kann doppelblocken, den Sentry. Das sind 5, 6, 7, 8, 9. Enter. Dann kommt der Italiener jetzt wohl. Immer hat er keine Eile. Wie gesagt, den Sentry doppelblock ich. Es gibt mir immerhin zwei Leben. Ich verliere meinen Lifelink-Flieger. Aber davon kann ich mir einen neuen bauen. Schauen wir mal, Top Deck War. Ich greife nicht an. Boah. Da habe ich was für. Ich erspare mir jetzt mal den Attack für 1, der vermutlich allerdings richtiger wäre. Der muss jetzt angreifen. Wenn er jetzt keinen Trick gezogen hat oder kein Removal.
Dann war das wohl kein Trick. Sun Sentinel, das sind vier. Ich lege jetzt das Mark of the Vampire auf den Charger und gehe rein. Ich gehe jetzt auch mit allen angreifen. Ich gain ja 7 Leben. Ja. Oh nein, ich kriege kein Leben, wenn er den sackt. Stimmt. Das war gar nicht mal so klug von mir. Ich meine, ich sehe mich jetzt. Keine 6 zusätzlichen Damage von ihm nehmen. Zumal ich noch den Bär spielen kann und wohl auch werde. Was hat er? Noch ein Sentinel, dann sind wir erst 5 Damage. Combat All Attack. Diesmal kann er den Life Gain nicht verhindern. Den Vampir kann er eigentlich kaum killen, weil ich ihn wiederkriege. Flieger sind sowieso nicht blockbar. Das versuchen wir hier mal ein bisschen Druck zu machen. Was hat er denn gemacht? Ah, den hat er gekillt. Okay. End Turn. Puh. Da sind wir dem Teufel von der Schippe gesprungen. Jum jum. Okay. Letztes Match. So oder so. Das geben wir uns jetzt noch. Ich versuche in Zukunft auch hier ein bisschen Hintergrundmusik laufen zu lassen, Kamera einzublenden. Da muss ich mir noch ein Overlay bauen und ein bisschen Technik schieben. Da schauen wir mal. Buggefahr. Nur ohne H. You go first. Ah, ein. So haben wir doch jetzt alles verloren. Warum haben wir eigentlich nie schwarzes Mana auf der Starthand? Ich keep das jetzt trotzdem. Die Mono 2 Drop Hand. Sehr riskant. Aber der Krieger wäre stolz auf mich. Uah. Und jetzt kein Land und ich bin schon wieder gut hinten. Grün, okay. Oh Gott im Himmel, auch nicht gut. Land. Oh. Es soll nicht sein. Was kostet das zu equippen? 2. Na gut, immerhin ist es fast ein ganzer Zug. Die können halt nicht blocken, aber so ist es halt. Er hat auch Land Drops geskippt, aber die Treasures bailen ihn jetzt natürlich voll raus, oder? Schwarzes Mana wäre jetzt gut. Dann kann ich den spielen als Blocker. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, gut.
Wir können den traden. Aber dann kriege ich das Sapro länger. Das kann man auch wieder nicht machen. Weil ich die auch nicht handle. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Na gut, attack mal. Dann kriegt er aber. Nutzt ja nichts. Dieses Problem kann ich noch eher handeln als den 4-4er. Jeder Combat-Trick ist jetzt natürlich fies. Dieses schwarze Mana ist echt dringend notwendig. Uiuiuiuiui. Grazing Whiptail, da ist es. Wir kriegen halt jetzt ganz schön auf die Hucke und für den 3-4er haben wir noch keine Antwort, solange wir nicht noch einen Swamp ziehen. Ah, jetzt hat er seine zweite Farbe. Ab jetzt wird's, glaube ich. Wobei er hat auch noch keinen roten. Ah, 7. Ja, dann habe ich da, glaube ich, keine Chance mehr. Da war ich zu gierig. Wobei ich den Draw, ich weiß nicht, ob ich den ansonsten geschlagen hätte. Der ist schon ziemlich gut gegen meine Weenies. 6, selbst wenn ich jetzt was spiele. GG. Schade. Also ein 6 zu 3, leider. Aber Draft durchgezogen bis zum bitteren Ende. Wenn ihr so lange auch hier durchgehalten habt, auch gut. Wir haben immer noch 850 Gems und einen Pack bekommen. Das machen wir gleich noch auf, oder? Rivals of Ixalan. Tomb Robber. Will ich nicht. Aber habe ich jetzt. Gut. Also, jetzt ziehen wir es nicht unnötig in die Länge. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Den Draft haben wir durchgezogen. 850. Wir können jetzt auch einen neuen spielen. Wie gesagt, ich überlege mir, ob ich das mache. Dann sagt mir, wie euch das gefallen hat, ob ich häufiger sowas zocken soll, auch so lang in der Länge. Und dann sehen wir uns bald mit dem neuen Video, oder? Also, ciao, ciao.